In your stream. No, when I wrote the comment that the promised Imam al-Mahdi is here, and I said I wrote down, Google it. It means check it out. Check. Maybe okay, I'm but we are not speaking about Imam Mahdi. I just said it, but I don't know. Then you said something that he's son of devil or Masonic or Satanic. I don't know what you said afterwards. How do you know that this Imam Mahdi is from God? How do you know? Because I read for him in the Quran, Allah says that the proof of the prophet or the caliphate or the messenger is the knowledge. So I checked that he has the knowledge of the Quran. He revealed the secrets of the Quran. My brother, if you do not accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, you're going to be lost. I do accept Jesus as a prophet. He's a slave of God. He's a worshiper of God. I take him. I don't believe that God is needing the feeling to have a son, or is missing the feeling to become a father. God has to be nothing like God. We should not see God, not in this life, not after this life. Because this amazing God, we know that he exists from his creation. So that when I take this thing to my brain tells me, yes, this is correct. But if I would... think what like the brothers of Christian think, they have their own. We will have a judgment day. We will stand. Frag ihn mal bitte. Mein Englisch ist nicht so gut. Frag ihn mal, wie lange wird Mahdi auf der Erde herrschen? Frag ihn mal. How long will Imam Mahdi will stay in this world? If I may ask. I don't know how much, because this is the knowledge of God, of Allah. He has the control of the aging. Now, Sunnah. Sorry, are you a Muslim or a Christian? My friend, you must just answer my question to know your background. You are you Muslim or Christian? Sag ihm bitte, der Mahdi wird für 7 Jahre die Gesetze und alles hier herrschen. Er wird alles umwälzen für 7 Jahre lang. Sag ihm das bitte. So Imam Mahdi will hold all the laws for 7 years, and he's gonna butcher it in these years. No, Imam al-Mahdi revealed from the Quran that Satan, he is the Antichrist. He lives in the hollow earth, what they call it, Agartha. They are living there with the, sorry, just Quran. Let me finish. From the Quran. And they live there. They have much technology than us. They have the flying saucers. It's not aliens who have it. They have it. They are the jinn. It's mentioned in the Quran. And he will come, Satan, the Antichrist, he will come the same picture like what he is in the church. The same picture what he is in the church. Check here, okay? Imam al-Tirmidhi, Sahih, hear what you say here, I wait for 7 years. Look, comment. Okay, living. Okay. I understand. Or understand. Seven Brother, or nine, correct? This is who said that, Tirmidhi, yes? Yes, al-Tirmidhi. Correct. Yeah. Tirmidhi is authentic, my brother. It's not wrong. Tirmidhi is authentic. Wait, is Tirmidhi is a prophet or no? What? Tirmidhi is a prophet or no? My friend, your prophet say here in this hadith. How can I know that this is correct? Okay, one second. Okay. How many teachers in Islam are to be accepted? I want to know if you have knowledge. I have knowledge in my religion. Now you have many groups in the Islam. You have the main groups. My friend. Sorry, don't cut me off. Sorry, I'm talking. Don't cut me off. We are not in a fish market. Give me my turn. I will give you my turn. If you cannot speak with a respectful conversation, I will go down. Blah 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 blah. What? Blah blah. When you cut someone off, it is blah blah. Your prophet said. No. My prophet did not say that. Yes. Okay, my prophet will Show not say something contradict with the Quran. Bruder, sag ihm, er soll mir jetzt im Koran zeigen, dass Mahdi für 7 Jahre herrschen wird. Okay, show us in the Quran that Mahdi will stay 7 years here in this earth. Can you please show us in the Quran? That's why I've told him in the Quran, the hadith should not contradict with in the Quran. The Quran is the okay, so from, show us in the Quran. But just a second, let me finish to understand what I'm talking, brother.
The Quran is deceived from deceiving. So it is still one copy. Since 1400 years, it is one copy. Not like Bibles. You speak Arabic? Not like the Bible. Show me, please. Habibi, Habibi, listen. Habibi, listen. Show me listen. Mahdi. Don't stiff. Please. Don't stiff. Show don't me stiff. Mahdi in Quran. Let's don't go. Stiff. Don't stiff. Don't stiff. Don't stiff. Show us Mahdi don't stiff. In the relax. Quran. Relax. Let's smoke go. A cigarette. Smoke a cigarette. Relax. Sit down. Show us Mahdi in the Quran. The Mahdi, Allah says, if you open, I'll give you the verse and you can translate. Yeah, show us the Mahdi in the Quran. Okay, wait, I will give you the verse. Okay, give me. Yeah, we are waiting. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Und dann soll er bitte sagen, weil hier stand in diesen Hadithen, er soll mit diesen Hadithen zeigen, dass Allah... Das macht die für sie mehr Herrscher. Er will dir den Vers geben. Okay, okay. Und danach gehen wir auf die nächste Stufe. Okay, this guy, Elisha, I don't know what his name, Nathan. Nathan, do you know how many hadith books they have for Sunnah? Was meint er? Wie viele Bücher gibt es in der Sunnah? Er soll ja nicht umschweißen, bitte schön. How many books for Sunnah? They have 9 books. Yeah, yeah, I will give him the verse. I will give him the verse. But please, I'm asking him if he doesn't know in his language. No, 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 no talking. Let's go. Okay, please, open chapter 13. Can I please speak? Hello? Can I please speak? We do not want to tap-tap dancing. Just, you know, answer the questions and everything is fine. Al-Rad, Al-Rad. One down, one more down. Not Yusuf. One more down. Okay, because we do not want to play Mickey Mouse, you know. Let's just... No, we don't play Mickey Mouse. Okay. Open Ar-Ra'd. Yeah. Mickey Mouse. Yeah, we are not playing Mickey Mouse, so let's... Ar-Ra'd, 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 Ar-Ra'd. Open Ar-Ra'd. Yeah, here. Okay. Let's go. Open Ar-Ra'd. One more down. One That's more down. Ar-Ra'd, Ar-Ra'd, Ar-Ra'd. Oh, ah, okay. Okay. Arad, du bist da vorbei gewesen. Who's the mouse Welche now? Sura meint er jetzt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Arad, Arad, du bist da vorbei. Ah, diese Sura meint sie, ja. Ja, genau. Vers? Okay, which verse? 43. Also Vers 3, ja? 43. 43. 43. Okay. Where is now the verse, and let me translate the verse in English. It says, the infidels will say, this is to Prophet Muhammad, the infidels will say, you are not a messenger. Oh Muhammad, say, Allah is my witness, God is my witness between me and you, and who has the knowledge of the book? Who has the knowledge of the book? Okay, my where is Mahdi? He is, we know him from the knowledge of the book. Okay, where is Mahdi? Where can we see it here? Where? Show us. Open his website. What, my friend? You see, Akhrat 4.3. Wo ist Mahdi denn damit? Where is Who Mahdi? Has the knowledge? Who has the knowledge of the book? Yeah, you know him from the knowledge. From the knowledge. Where is it written? It is by who has the knowledge see, of the book. I don't see Mahdi here. There is no even in the hadith, there is no one name question, for the Al-Mahdi. Okay. Akbar Maus, wo ist the name Mahdi here? No, wait, does Imam look, Mahdi now look, have a website? Look, my friend, yes, he has a website. Do you think now all people they are using the internet? They have all Muslim scholars. They have a website. So Imam Mahdi think, has a website. Think, of course. Do you think the Imam Al Mahdi he will come with the dove writing a message on the dove legs and he will send it to you? Do you want the Imam Al Mahdi to come living in a cave? Why? So now Mahdi is an influencer now. Have a brain. If he but will be born, if he the... will be living in our, if he will be Please. Living in our times, you, of course he will use the internet. You speak over people too much. Hold on. So now Imam Mahdi is an influencer. Now Imam Mahdi has the internet. So now Imam Mahdi is a star on the internet. Okay, thank you. Good to know that even God's creation can be internet stars. Thank you.
So, I'm gonna let Elia speak and then you can show us. Was ich damit sagen möchte ist, der Mahdi wird nicht im Koran erwähnt. Ja, der Name Mahdi wird nicht erwähnt. Ja, er wird nur als Zeuge erwähnt. So, Punkt 1. Punkt 2. Was habe ich damit gemeint, wie lange der Mahdi herrschen wird? Abu Dawud, und das sind alles Sahih, referenziert, sagt für 7 Jahre. Dankeschön. Die Bibel war vorher da. Die Bibel sagt, in Daniel sagt er, der Antichrist, der Widersacher, wird für 7 Jahre herrschen und er wird die Gesetze umwalten und er wird die Israeliten für 7 Jahre lang knechten. Das ist der Antichrist. Und im Islam wird dieser Mahdi als Messias dargestellt, ja, und er wird für 7 Jahre den Islam überall in der ganzen Welt umsetzen. Aber der Antichrist in der Bibel wird auch für 7 Jahre da sein. Der Antichrist wird 7 Jahre sein, wo er die Israeliten umbringen wird und er wird die Gesetze umändern. So, bei uns ist dieser Mahdi ein Antichrist anhand der Bibel. Yeah, so when we go to Daniel, we see that the guy that you're speaking about is the Antichrist. So if we speak about the Antichrist, we speak about the son of a devil. So that proves that the Bible is the truth. Because why? Because this is the hadith that proves that our Bible is the truth. Because we was there before, and then which Bible? But Bible is many copies. Which copy you are talking what about? What do you mean with which truth copy? We can take they have lots of hundreds of copies. Okay, show me the copy. Show us the copy. They have lots of copies. You should know better. Don't you okay, when you read the Bible, don't you see verses talking about porno? It's like a porno book. If you want to believe that, let me speak. When you give me a time, give me 1 minute at least. Don't be like Mickey Mouse. Nobody is catching you. Nobody is forcing you to believe. You want to believe. Don't be like now, Mickey Mouse. Planet Nibiru. Sorry, let me speak. Planet Nibiru is coming soon. This is the planet of hell. Look. You want porno? It is a planet of hell. Your Allah, you children, mosquito. Donkey, is good. Look. Alles gut, der ist raus jetzt. Look, here is for you pornos, okay? Here is for you, is your Quran sent big boobs in paradise. Alhamdulillah von Ibn Abbas. This is pornography, you know? Punkt 1. Wow. Punkt 2. Your prophet become, wie heißt der Bruder auf Englisch, Viagra? Was nochmal? Viagra. Ach so, Viagra. Ja. Yes, your prophet, Allah sending Viagra from sky. Or not, Bruder, mein Englisch ist nicht so gut. Hey, Flex, liest du, guck mal, was da steht. Da steht entwickelten Brüsten. Was meinen die? Ja, ja, mit schwellenden Brüsten und an sowas glauben die doch. Ja, Wahnsinn. Aber entwickelt, das hört sich mehr an, so, weißt du, wenn man erwachsen wird, dass die dann entwickelt sind. Oh mein ja, ja, das, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Mhm. Ja, kleine Mädchen sozusagen. Wahnsinn. Look. Er meinte, er behauptet, es gibt nur einen Koran, ja? Okay, kein ja. Ist kein Problem, ich zeige ihm jetzt seinen Koran auf Arabisch, ja? Wie viele Fehler da sind und unterschiedliche Punkte, das ist einfach die Katastrophe. Also über die Manuskripte brauchen wir gar nicht zu reden, okay? Ja. Okay, wir haben hier, you say, the Koran is one Arabic. No, here, Hafs, Khalaf. Okay. Schick mir das mal, Bruder. Sende ich dir, Bruder, jetzt. Yeah, and then look this. Hier ist der Hafs and Al-Susi. What is the different? The different is here. He say here and you say we. Es ist not the same Quran. Es ist not the same Arabic. Okay. Dann haben wir Hafs, Ruch. Es not the same. Be, except sein oder sowas, weiß ich nicht, sein, accepted, look, is different, okay? Ja. It's not the same. Die haben verschiedene Korane, ich sehe es schon. Ja. He said, hey, Mohammed,
And he say, say my Lord is the word in the heaven and the earth. You know? But here, Hafs say, my Lord, where's the word in the heaven? This is different, you know? Hier ist auch different. Alles nur Unterschiede. Also er soll hier nicht heulen, ja? Okay? Über die Manuskripte brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Das ist noch nicht mal Arabisch, das ist Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse Book. Sehr stark von dir, Bruder, sehr stark. And look this, Akbar. Mickey Mouse. Yeshua al-Messihu Akbar. Okay. Messihu Akbar. Wir werden jetzt sehen, dass Akbar bedeutet Maus. Es ist kein Spaß. Es bedeutet, ich weiß, hast du das letzte Mal so gesagt, Bruder Herz? Ja, ich möchte das gerne noch einmal zeigen. Also Akbar, Maus. Look, hier Hebräisch, Althebräisch, Akbar. Akbar. Hebräisch, Maus. Jo Allah. Wow. Wahnsinn. Yeshua al-Masihu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh Mann, ich lach mich kaputt. Hier, die Maus. Akbar. Akbar. Es gab es im Alten Testament, da waren damals die Maus. Die Kananiter, die hatten damals auch Hunde verehrt, ja. Deswegen hat ja Jesus Christus zu dieser Frau gesagt, die Kananiter hat ja, wo Jesus zu ihr gesagt hat, man soll den Hund nicht das geben. Das ist bezogen auf ihren Götzen. Weil damals haben die Kananiter damals von den Ägyptern quasi diese Statuen auch verehrt, ja. Und dann gab es auch die Mäuse. Und dann gibt es das Wort Allahu Akbar. Das heißt, die sagen damit, groß ist die Maus. So, und die Muslime stammen ja von Ismail ab. Und seine Ismailiten haben ganz klar schon immer damals gesagt, Allah Akbar, Allahu Akbar. Ja, das heißt, die Geschichte zeigt auf, dass sie einen Maus verehrt haben. Groß ist die Maus. Und das ist kein Spaß, Bruder. Deswegen findest du auch das Wort Akbar, Maus. Maus, Allah, Maus. Maus, Wahnsinn. Ja, Bruder, lass mich mal ein bisschen noch das Evangelium teilen. Gerne, Bruder. Das ist schon heftig, was ihr alles so rausfindet. Das ist schon echt krass. Also ja, wir gehen ja auch ganz tief im Islam rein, ne? Weil nein, das machen aber jetzt im Namen von jedem, der gerade zuschaut, ich glaube, wir würden das niemals erfahren, auch als Christen nicht, dass es früher halt so war mit diesen Statuen und heftig, das ist echt heftig. Also ich brauche einen Tag, um das zu verarbeiten gerade. Also Leute, in Johannes 3,16 lesen wir: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihm glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst natürlich das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. Amen. Ihr wisst ja, die Muslime, die meisten von denen, wenn sie etwas tun, dann tun sie es im Verborgenen. Ja, sie kennen die Wahrheit, aber sie belügen ihre Leute. Ja. Aber diese Dunkelheit wird auch aufgedeckt. Warum? Wir sprechen drüber, wir decken diese Dunkelheit auf und das ist das Ziel. Ja. Da schreibt einer, warum respektiert ihr nicht alle Religionen und führt normale Debatte ohne Lügen? Eure Religion ist schon die Lüge. Ja, schon alleine
die Geschichten oder das, was bei euch drinne steht, das sagt schon alles über eure Religion aus. Ne? Ja, da müssen wir nichts hinzufügen. Da klären wir auch drüber auf. Sofort, ich wollte nur kurz was zeigen. Guck mal, das Wort auf Hebräisch, Allah. Ja, nutze ich groß. Allah ist ein Götze. Allah, siehst du hier, ne? Ja. Ist ein Götze. So, und dann gibt es in den anderen Stellen, wo sie damals für diesen Akbar eine Maus quasi Bilder verzerrt haben. Und dann haben die gesagt, Allahu Akbar. Also quasi auf Hebräisch, Allah ist kein Gottesname, siehst du ja, das ist nur ein Götze. Teribit. Ja, ja, ja. Das ist Hebräisch, Bruder. Das Wort Allah kommt einmal auf, aber ist Götze. Wahnsinn. Götzenmaus. Götzenmaus. Maus. Maus. Wahnsinn. Einfach Maus. 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 Allahu Maus. Maus. Maus, Maus, Maus. Maus. Ja, die haben einfach aus Allah Ratatouille gemacht, ne? So wie die Schwester das gerade geschrieben hat. Er ist einfach Ratatouille geworden. Ratatatatatouille. Genau. Meine lieben Geschwister, ich küsse eure Herzen. Ich merke aber, dass ich langsam echt müde werde. Ich lasse Elia noch das Evangelium teilen. Juli soll noch mal für den Bruder Kapisch beten. Der eine Kollege hat morgen eine Transplantation. Und genau. Und dann machen wir eine Pause. Okay. Ja, ich werde dann das Evangelium dann predigen. Danach muss ich auch schlafen gehen. Genau. Ja. Also, Jesus Christus kam in der Welt und die Welt hat ihn nicht erkannt. Die Juden, wo er ins Fleisch gekommen ist und die Wundertaten auch gezeigt hat. Ja. Und nicht, dass er wegen seiner Wunder ihn verurteilt haben, sondern weil er sich als Mensch war. Und die Juden haben gesagt, weil du ein Mensch bist, so macht sich zu Gott gleich. Das ist ein wichtiger Faktor, um zu erkennen, wer ist denn wahrer Gott. Der wahre Gott ist Jesus Christus, nicht der Mensch von außen, sondern das, was in ihm ist, ist die Fülle Gottes. So wie Jesus Christus sagt, der Vater ist in mir, ja, und ich bin in dem Vater. Und jeder Mensch ist auf der Suche nach einem Gott. Aber dieser Gott kam persönlich zu uns und hat sich offenbart. Und dieser Gott führt den Menschen in der Ewigkeit. Aber wenn du ihn ablehnst und sagst, ich kann mir das nicht vorstellen oder sonst was, dann sage ich dir, dass dein Feind ist dein Verstand. Weil mit dem Verstand wurde auch Eva verführt. Er hat das Gott wirklich so gesagt. Und da fängt er schon an. Hat das Gott wirklich so gesagt. Ja. Und deswegen sei nicht wie Adam und Eva. Ja. Sondern du musst wissen, manche Dinge, was Jesus Christus gesagt hat, seine Wesenseinheit, ist mit dem Verstand nicht zu begreifen. Aber folgt doch dem, der das auch gesagt und getan hat. Er hat die Welt gezeigt, wer er ist, indem er auferstanden ist. Er hat auch den ungläubigen Thomas, weil er sein Verstand war, in dem Moment war auch der Feind, und hat gesagt, ich glaube es nicht. So, und Jesus ist ihn erschienen, hat ihn aufgefordert, zeige mir deine Nägel. Und ich möchte nur das Evangelium sagen, kurz für die Muslime, um zu nachdenken, diese Muslime zu erregen. Es gibt einen Medel-Hadithen dazu, das findest du auf Arabisch. Da hat Mohammed Isa gesehen und dort steht, dass er in zwei seiner Hände hatte der quasi wie Füße gehabt. Die manchen Araber sagen, die sind unterschiedliche Meinungen, manche sagen, das stellt seine Nägel dar, oder er hatte zwei Balken gehabt und er umrundete die Kaaba. So, jetzt frage ich dich, wie kann Isa gleichzeitig im Himmel sein und gleichzeitig auf Erden, wo Mohammed ihn gesehen hat. Und er hatte zwei Merkmale an seine Hände. Und das deutet darauf hin, dass die Bibel die Wahrheit ist. Er wurde gekreuzigt. Mit diesen zwei Händen hat er sich Thomas offenbart. Und mit diesen zwei Händen wird er auch eines Tages kommen. Und dann heißt es, jeder wird ihn sehen, der ihn durchbohrt hat. Gnade dir Gott. Wenn Jesus abgelehnt wird, so wirst du ihn sehen und du bist mitschuldig, dass du ihn am Kreuz genagelt hast. Denn jeder wird ihn sehen, der ihn durchbohrt hat. Ihn durchbohrt hat. Das sagt er zu denen,
die ablehnen. Und die werden sich am Brust schlagen. Das wird gewaltig sein. Und der Herr Jesus Christus kommt nicht, um das Kreuz zu brechen oder den Schwein zu töten, sondern wie es an einem Hadith heißt, dass er mit einer Lanze kommt, ja, und er wird, an dieser Lanze wird sein Blut sein, ein Zeugnis dafür. Und da sollen die Muslime hinterfragen, warum kommt er mit einer Lanze? Weil es in der Bibel genauso steht, dass er, wo der Soldat mit einer Lanze an den Seiten gehauen hat, so kam Blut und Wasser raus. Die Gelehrten haben dazu keine Antwort, aber wir haben dazu die Antwort. Das findest du nur in der Bibel. Die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel ist der richtige Weg. Ja, und die Bibel spricht über dich. Du bist kein Sklave, wo Allah sagt, du musst das und das zu tun. Du kannst die Gebote von Gott nicht halten. Selbst Adam hatte nur ein Gebot gehabt im Islam und auch in der Bibel. Ein einziges Gebot, obwohl sie im Paradies waren, haben sie trotzdem die Gebote gebrochen. Wie willst du jetzt deine tausende Gebote halten? Unmöglich. Seine Gebote von unser Glauben hat Jesus Christus erfüllt. Und ich wünsche euch, dass jeder Mensch das erfährt, dass Jesus Christus Gnade ist. Solange du noch atmest und lebst, kannst du zu ihm kommen. Amen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Er hat wirklich sehr, sehr schön gesprochen. Und was ich noch hinzufüge, ja, das ist halt die Wahrheit. Ja, wir haben hier jemanden im Chat, der die ganze Zeit geschrieben hat, Affe, Affe, Heuchler, Heuchler, Affe, Affe. Das ist der Islam. Und ich kann euch auch sagen, warum das der Islam ist. Hinter verschlossenen Türen, ja, beleidigen sie auch Dunkelhäutige. Extrem. Aber wenn ein Dunkelhäutiger den Islam annimmt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, er hat den Islam angenommen, dann ist plötzlich alles okay. Ja, also vertraut mir, Leute, das sind die größten Heuchler, die es überhaupt gibt. Das ist meine Meinung einfach. Ja, sie beleidigen Dunkelhäutige, ja, hinter verschlossenen Türen. Hinter verschlossenen Türen, ja. Aber dann, wenn sie einen dunkelhäutigen Bruder sehen, Bruder, ja, in Wirklichkeit ist es nicht so, sagen sie, ey, Bruder, Maschallah, hast du den Islam angenommen? Aber wenn sie irgendwo in den Chats unterwegs sind, Leute, ja, dann benutzen sie das N-Wort und dann ziehen sie immer diese Bilal-Karte. Ja, unser Bilal war schwarz. Das interessiert die nicht. Den interessiert nur der Mohammed. Ja, hört zu, Leute. Es ist äußerst wichtig, dass ihr versteht, über was ich gerade spreche. Hinter verschlossenen Türen beleidigen sie sogar Dunkelhäutige. Ich meine das ernst. Sie nehmen uns Dunkelhäutige gar nicht ernst. Und deswegen, ich finde es schade, dass unsere dunkelhäutigen Brüder nicht so weit denken wie ich. Weil ich weiß, wie diese Menschen denken. Ich habe mit diesen Menschen zusammengearbeitet. Ich weiß, wie sie denken über Dunkelhäutige. Ja, sie akzeptieren uns Dunkelhäutige gar nicht. Ja, und das ist mein Ernst, Leute. Das ist etwas, was ich weiß. Das sage ich nicht einfach nur so. Ja, sie akzeptieren uns Dunkelhäutige nicht. Aber Jesus Christus sagte was? Liebt jeden. Spaltet nicht. Liebt deinen Feinden. Das hat uns Jesus Christus nicht beigebracht, dass wir irgendjemanden angreifen, weder noch sonstiges was. Ja, Allah sagt aber, ja, tötet die Ungläubigen, ja, Juden, Christen etc. Das heißt also, Allah hat ein Problem mit Christen, Juden. Dann gibt es einen Hadith, sondern an Nasai 3177, wo Mohammed selber rezitiert und sagt, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen, deren Gesichter aussehen wie gehämmerte Schilder. Die armen Türken, sogar die Türken tun mir leid, dass sie an einen Propheten glauben, und dieser Prophet beleidigt sie sogar noch gleichzeitig. Ja, und dann gehen die türkischen Brüder in Adam in der Moschee und sagen Allahu Akbar, während aber in Sunan an-Nasai, was Sahih eingestuft ist, während Mohammed sagt, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen, deren Gesichter aussehen wie gehämmerte Schilder. Wow. Sehr friedlich. Einmal gegen Türken, einmal gegen Kurden. Es gibt sogar ein Hadith, wo Mohammed sagt, hey, die Kurden sehen aus wie Djinns. Und sie sagen ja immer, in der Toilette leben Djinns. Das heißt also, sind die Kurden jetzt Djinns, die in der Toilette leben? Also merkt euch bitte eine Sache, das ist eine ekelhafte Lehre. Ja, es ist eine ekelhafte Lehre.
Uns hat der Herr Jesus Christus beigebracht, und zwar die Liebe, dass wir die Liebe einfach weitergeben. Ja, jetzt schreibt der eine, zeigt das. Also, ich zeige dir jetzt ein Hadith, wo Mohammed die Türken beleidigt. Bitteschön, ich zeig's euch. Sunan, Leute, jetzt wird's interessant. Ich zeig's euch einfach. Macht euch selber ein Bild und ihr werdet verstehen, dass ich die Wahrheit sage. Schreibt ihr die Nummer auf, es ist Sahih. Jetzt schreibt er im Buch. Ihr seid Heuchler. Ihr heuchelt nur noch da, wo es geht. Jetzt schreibt er nicht aufs Internet, aus dem Buch. Speichert ihr das ab, sondern an Nasai 3177, das findest du in dem Buch. Da muss ich kein Buch haben. Es gibt authentische Seiten und die sind zu finden. Ganz einfach. Such das im Buch. Such das im Buch. Jetzt auf einmal im Buch. Jetzt ist das Internet nicht mehr vertraulich. Islamische Seiten sind auf einmal nicht mehr authentisch. Jetzt sind die auch verfälscht. Oh, ihr seid solche Heuchler, ey. Das ist. Leute, deswegen versteht mich nicht falsch. Wenn ich das sage, sage ich das aus einem bestimmten Grund. Das sind Heuchler. Ganz normal. Ich sag's nochmal, es sind Heuchler. Alle Ehre dem Herrn, dass wir in der Wahrheit sind und wir bleiben auch bei der Wahrheit. Bezüglich auch Dunkelhäutige, die hassen Dunkelhäutige. Es ist einfach so. Ja. Und ich kann euch auch eine Sache sagen, Leute. Sie tun nur so, ja, aber wenn sie irgendwo unterwegs sind und so, dann tun sie in den Chats immer, guck mal dieser N, guck mal dieser Chensil, und dann fangen sie an, so Dunkelhäutige zu beleidigen. Ich weiß, wie die sind. Ich weiß, wie diese Menschen sind. Das sind Heuchler, ja. Und deswegen, klar, man muss die Liebe zeigen, aber manchmal, es gibt so Momente, ich respektiere diese Menschen einfach nicht. Ja, ich respektiere sie irgendwo nicht. Es ist einfach so. Klar, wir müssen am Ende des Tages, wir müssen diese Menschen lieben, klar. Ja, weil das ist das, was der Herr Jesus Christus uns in der Bergpredigt auch beigebracht hat. Aber Leute, solche Menschen, sorry. Na. Genau. Wir haben sogar Hadithe, wo Dunkelhäutige verkauft werden, wo Mohammed Dunkelhäutige verkauft. Und was hat aber der Herr Jesus Christus getan? Er hat die Israeliten befreit, während der Pharao sie versklavt hat. Durch die Kraft Gottes wurden die Israeliten befreit. Ja. Und da sehen wir, dass der Herr Jesus Christus auch wirklich wirkt und sie auch von der Sklaverei befreit hat. Ja, was hat Mohammed gemacht? Er hat Dunkelhäutige versklavt. Ja, und er nennt sie sogar Sklave. Es gibt Hadithe, ja, es gibt Hadithe, wo er sie Sklave sogar nennt. Ja, er nennt sie Sklave plus er verkauft zwei Dunkelhäutige Sklaven, ja, für einen. Ja, das ist Wahnsinn und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, da hört der Spaß auch irgendwo auf. Aber naja, wie auch immer. Die meisten wissen das nicht, warum. Das wird denen nicht beigebracht. Ja, es tut schon, ist schon schade. Ich finde es irgendwo schon schade. Keine Ahnung, ich finde es sehr, sehr schade. Naja. Was der Mohammed auch gesagt hat, ich sah einen Traum wie eine schwarze Frau mit ungepflegten Haar. Und Mohammed hat gesagt, das ist ein Symbol für eine Epidemie. Da hat einer, ja, Wahnsinn, ne? Das ist ein Symbol für eine Epidemie, das ist Wahnsinn. Guck mal, wie dieser Heuchler hier reingeschrieben hat, wie kann man jemanden zuhören, der nicht die Wahrheit sagt. Ja, also, dann liest mal ganz laut vor. Guck mal, Leute, ich zeige euch mal, was für Heuchler das sind. Egal, ob ihr ihnen die Quelle zeigt. Also, Sahih. Ja, zum Thema Islamwissenschaft und Islamintelligenz. Ja, Islam ist ja verdammt schlau. Sunan An-Nasai 3177. Jeder hier sieht es. Notiert euch das. Alle einen Screenshot machen, das ist Sahih. Eingestuft als Sahih. Eingestuft als Sahih. Das ist eine sehr authentische Quelle. The hour will not begin until the Muslims fight the Turks. A people with faces like hammer shields, who wear clothes made of hair and shoes made of hair. Wow, der Prophet beleidigt sogar Türken. Yes, ja, jetzt können auch die türkischen Muslime auch sagen, Allahu Akbar, bitteschön. Mohammed disst euch und dann sagt ihr noch Allahu Akbar, bitteschön.
Eure Gesicht, er sagt, eure Gesichter sehen aus wie gehämmerte Schilder. Allahu Akbar. Sehr schön. Allahu Akbar. Sehr schön. Sehr schön. Wollt ihr immer noch Allahu Akbar schreien? Ja, yalla. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Da hat jemand gerade geschrieben, dass du lügst, weil da nicht stand, Frieden sei mit ihnen oder irgendwie sowas. Ja. Das sind Heuchler. Die wollen nichts annehmen. Ist einfach so. Ja, die Armen, tut mir leid, dass die Türken so beleidigt werden von dem Mohammed, aber zu sagen, hey, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen, also das ist schon hart. Das ist schon hart. Und dann gehen sie noch in die Moschee und sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Allahu Akbar. Islamwissenschaft. Sehr intelligent. Aber ich meine, so die hören ja alles und du zeigst ja auch alles. Also jeder kann sich ja frei fühlen, um sich das, um das zu hinterfragen und zu checken. So ganz einfach. Wenn jetzt jemand was über Jesus sagt, wo ich denke, das stimmt nicht, weil ich habe auch mal was gehört, wo ich mir dachte, Jesus hat eine Sünde gemacht und so. Das war diese Geschichte mit, wo die zum Markt gegangen sind und der hat zu den Jüngern gesagt, dass er da nicht hingeht. Und dann ist er da heimlich hin und so. Aber heimlich ist halt auch nicht gerade richtig übersetzt. Es war halt mehr so, dass er, mein Gott, ich kann es gerade nicht erklären. Auf jeden Fall, ich habe das untersucht, ich habe das nachgelesen, weißt du? So, ich meine, ja, wieso sollte man sich angegriffen fühlen? Ich höre jeden Tag, Jesus ist ein Mensch. Du glaubst also an einen Mensch. Mein Gott, ich kann mich darüber aufregen oder ich kann... Das will ich jetzt sogar alle Male mal aufklären. Also, das Thema hatten wir schon die Tage so oft gehabt, aber Leute, das liegt mir in dem Herzen, das nochmal mit euch zu machen. Also, in Philipper 2, 6 bis 7 lesen wir, dass Gott sich entäußerte, ja, und Mensch wurde und die Knechtgestalt angenommen hat. Ja, so. Die Muslime werden sagen, A'udhu billah. Ein Gott, der Mensch wird, der auf Toilette geht und das macht. A'udhu billah, niemals. Niemals. Das ist niemals Gott. Also, merkt euch eine Sache, sie schränken Gott schon ein. Sie wollen damit sagen, Gott kann nicht Mensch werden. So, also Gott wird eingeschränkt im Islam. Hört euch zu. Also ist dieser Gott eingeschränkt. So, jetzt hört zu, Leute. Es wird interessant. Ich habe das gestern schon mit euch gemacht, aber das juckt mir so extrem. Ich muss das mit euch machen. Sure 28, Vers 30, Leute. Notiert es euch, Leute. Alle, die neu hier drin sind, notiert es euch. Sure 28, Vers 30 zum Thema Islamwissenschaft und Islamlogik. Als er dort ankam, wurde ihm vom rechten Ufer des Tales im gesegneten Fleck Land aus dem Baum zugerufen. Da ruft einer aus dem Baum und sagt, oh Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Sure 28, Vers 30. Also Allah kann Baum sein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Alam. Allahu Alam. Das heißt also, Allah kann Baum werden. Jetzt gehen wir mal eine weiter. Sure 27, Vers 7. Als Musa zu seinen Angehörigen sagte, ich habe ein Feuer wahrgenommen, ich werde euch davon eine Nachricht bringen oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Und dann der nächste Vers steht drin, als er dort ankam, wurde ihm zugerufen. Leute, hört zu, es wurde ihm wieder zugerufen. Gesegnet ist, wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist, und preis sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Wow, Allah kann Feuer. Also Leute, haltet euch fest. Allah kann Baum sein, Allah kann Feuer sein, aber Allah kann kein Mensch sein. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Islam intelligent, sehr intelligent ist der Islam. Sehr intelligent ist der Islam. Wow, Allahu Alam. Wow. Ich habe heute was Neues gelernt. Intelligenz des Islams. Super. Sehr schön. Die sagen, Islam ja selber, die sagen ja selber, Isa ibn Maryam, huwa kalamat Allah wa ruhin minhu. Er ist das Wort Gottes und sein Geist ist von ihm. Ja, denke ich mir ja. So, das ist eigentlich schon voll deutlich, aber wieso sollte man sowas noch hinterfragen eigentlich? Ich raff es Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und dann wollen sie uns über Jesus Christus was sagen und sagen, hey, Jesus Christus, oh, Jesus Christus da, Jesus, na, wie kann ein Mensch Gott, wie Gott das, oh, das geht aber nicht. Oh. Aber ja. Wir sehen hier in Sura 28, Sura 27, Allah kann Baum sein, Allah kann Feuer sein, aber Allah kann niemals Mensch sein. Allahu Alam, das geht nicht. Ja. Guck mal, Leute, die Intelligenz des Islams. Wie intelligent der Islam ist. Der Mann, sehr der, Mann, der, Mann, der, vorhin, der Mann, der vorhin hier oben war, der hatte doch auch gemeint, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott es nötig hat, einen Sohn zu haben und dass er das Bedürfnis hat, sich als Vater zu fühlen. Wer bist du überhaupt, dass du für Gott irgendwas da dir ausmalst, was Gott möchte und nicht möchte? Da hat einer sogar geschrieben, aus dem Kontext gerissen. Der Koran hat nicht mal einen gescheiten Kontext. Wo beginnt bei euch der Kontext? Wo? Wenn du eins lesen tust, wo ist hier der Kontext bei eins? Wo ist im Koran bei Sure 27, Vers 1, wo ist hier der Kontext? Leute, guckt mal, ich lese euch was vor und sagt mir mal bitte, was ihr verstanden habt. Ich lese es euch vor. Ihr werdet sehen, es ist ein komplettes Durcheinander. Hört zu, Leute. Warte mal, Flex, eine Sekunde. Dieser Rami sagt, ihr liest Islam ein paar Sätze. Rami, ich lese den Islam gar nicht, weil ich habe eigentlich nur Interesse, es ist einfach nur in den Streams, wo ich das sehe, erstens, ja. Aber ihr macht das Gleiche, sehr viele von euch, ihr macht das Gleiche, ihr lest ein paar Sätze und dann sagt ihr, okay, aber ihr müsst tiefgründiger gehen. Guck mal, wie zum Beispiel der Elia, der geht voll tiefgründig und der Flex auch. Und nicht nur die, weltweit Christen gehen tiefgründig, weil wir halt gemerkt haben, okay, es gibt ein Problem mit uns Christen. Warum? Werden wir verfolgt weltweit? Warum werden Brüder und Schwestern verfolgt weltweit und getötet? Und da muss man halt einfach der Sache nachgehen und gucken so, hey, ganz was ist da eigentlich Frage. Los? Ne? Das heißt, ihr müsstet mal ein bisschen mehr lesen als ein paar Sätze, dann würde Herr das Bruder, ich schicke dir auf jeden Fall diese Seite. Genau, Bruder. Da sind insgesamt, da habe ich Tafsir, ich weiß gar nicht, das sind irgendwas mit 1500 Bücher hier. Ja, da sind alle Gelehrten da aufgelistet. Mhm. Alle. Von Ibn Qasim, von Hanbali und alle, wie die heißen. Guck mal. Ganz kurz, Bruder, lass uns mal diese Sache mal kurz durchgehen. Sure 27, Vers 1 zum Thema Kontext des Islams. Ja. Ihr werdet sehen, der Kontext, da passt nichts zusammen. Elian, ich lese vor und höre gut zu, Leute, zum Thema Islam-Kontext. Islam ist perfekt. Hört zu, Leute. Also, Sure 27, Vers 1. Jetzt gucken wir mal, Elia, ob der Islam wirklich perfekt ist. Ich lese mal von Anfang an. Okay? Mhm. Dies sind die Zeichen des Korans und ein deutliches deutlichen Buches als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und sie die sie vom Jenseits überzeugt sind. Gewiss, denjenigen, die nicht an den Jenseits glauben, haben wir ihre Taten ausgeschmückt, so dass sie blind umherirren. Wow, sehr intelligent. Das sind diejenigen, für die es böse Strafen geben wird im Jenseits. Die sind die größten Verlierer. Okay, alles klar. Dir wird der Koran wahrlich von Seiten eines Allweisen und Allwissenden zum Empfang überbracht, genau. Jetzt hör zu, Bruderherz. Jetzt kommt 7, hör zu. Als Musa zu seinen Angehörigen sagte, ich habe ein Feuer wahrgenommen, ich werde davon eine Nachricht bringen oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz, auf das ihr euch wärmen könnt. Bruder, hat 6 jetzt mit 7 zu tun? Sorry, Bruder. Hat 27 Vers 6 mit 7 zu tun?
Bruder, ich bin dir ehrlich, ich habe nicht ganz richtig aufgepasst hier wegen dieser Katze hier. Geh mal weg. Nimm mal dein Koran. Du meinst um den Feuer? Genau. Und wenn wir bei 5, also wenn wir von 1 bis 6 lesen, merken wir, dass 6 nichts mehr mit 7 zu tun hat. Und 7 hat aber mit 8 zu tun. Zum Thema Kontext des Islams. Korrekt. Ja. Ja. Und wir lesen hier, guck mal, ich lese dir mal 5 vor, ab 5. Das sind diejenigen, für die es böse Strafen geben wird und im Jenseits sind sie die größten Verlierer. Genau. Dir wird der Koran wahrlich von Seiten eines Allweisen und Allwissenden zum Empfang übergebracht. So, hör zu, Bruder. Als Musa zu seinen Angehörigen sagte, ich habe ein Feuer wahrgenommen, ich werde euch davon eine Nachricht bringen oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz auf, dass ihr euch daran wärmen könnt. Bruder, hat 6 mit 7 zu tun? Mit 6 und 7 hat was damit zu tun. 6 und 7 hat was damit zu tun? Hat 5 mit 6 was zu tun? Gar nichts, nein. Okay. So, und jetzt sehen wir sehen hier, dass es eine komplette, es ist kompletter Durcheinander, falls dir das mal aufgefallen ist. Richtig, richtig, ja. Das ist ein komplettes Durcheinander. Das passt einfach nicht zusammen. Korrekt, korrekt. Es passt einfach nicht zusammen. Genau. Das ist ja das, deswegen sage ich ja, das Buch, der Koran ist ein Buch der Verwirrenheit. Das ist höchstpersönlich vom Bösen. Er ist ein verwirrter Geist dahinter. Verstehst du? Wahnsinn. Da ist kein Kontext dahinter. Nix. Hier ist kein Kontext. Die sagen immer Koran, Kontext. Wo ist hier der Kontext im Koran? Wo? Zeig mir doch mal den Kontext. Wo ist hier der Kontext? Wo beginnt der Kontext? Wo? Hier sehen wir keinen Kontext. Nee, der Koran ist wo sehen Kontext. Wir hier einen Kontext? Nirgendwo. Das ist niemals das Wort Gottes. Niemals. Weit entfernt davon. Bruder, guck mal, wenn wir jetzt zur Bibel springen, ja, für meine Brüder und Geschwister, die hier drin sind. Leute, guck mal, wir springen jetzt mal direkt zur Bibel. Okay, wir lassen mal jetzt mal diesen Koran weg und springen jetzt mal direkt zur Bibel. So, machen wir Bibelvers. So, gleich haben wir es, Leute. Ich küsse eure Herzen. So, jetzt zum Thema Kontext. Jetzt gucken wir mal, ob die Bibel klar und deutlich ist. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? So, 2, 6, so. Also, wenn wir in Philipper Kapitel 2, Vers 6 gehen, ja, Kontext beginnt mit was? Die Gesinnung des Christus als Vorbild für die Gläubigen. Und da fangen wir an zu lesen. Das ist ein Kontext. Und nicht, Allah ist der Allergrößte und Barmherzigste. Allah ist der Allwissende und der Allergrößte. Wow, Kontext. Zum Thema das Wort Gottes. Zum Thema der Koran ist perfekt. Der Koran hat gar keinen gescheiten Kontext. Null. Wenn wir von der Bibel sprechen, wenn wir Philipper Kapitel 2 anfangen, betrachten wir, gucken wir, okay, um was geht es? Die Gesinnung des Christus als Vorbild für die Gläubigen. Boom. Kontext. Dann fangen wir von 1 an. Und das, da fangen wir an. Das ist Kontext. Der Koran kann uns nicht mal sagen, okay, was ist, sondern Allah ist der Barmherzigste, Allah ist der Allergrößte, Allah ist der Allwissende. Bitte, Elia, kannst du das bestätigen, was ich sage, oder habe ich was Falsches gesagt? Nein, bitte. Nein, das ist alles richtig vorher. Ja, und das ist Kontext, was wir euch hier zeigen. Die Bibel hat einen gescheiten Kontext. Ja, ja, das stimmt. Nicht nur das, die ganze Alte, von Alten bis zum Neuen, das hat komplett ein roter Faden. Richtig. Komplett. Der Koran Richtig. Ist von Anfang bis Ende Schrott. Du weißt gar nicht, um was es da geht. Wenn du die Tafsire fügen Sachen hinzu, was der Koran das noch nicht mal sagt, so weit gehen die schon. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das Hof ist das. Deswegen alle Ehre dem Herrn, Leute. Und Leute, alle
mal ein Herzchen für Jesus Christus mal in den Chat. Jetzt nehmen wir mal Leute hoch. Eigentlich wollte ich Pause machen, aber jetzt gucken wir mal. Nehmen wir mal ein paar Leute hoch. Oh. Hallo. Hallo, Bruderherz. Servus, wie geht's dir? War schon, Bro. Wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Mir geht's gut, mir geht's gut. Bist du Moslem, bist du Christ? Ich bin Moslem, Bro. Okay, warum? Was überzeugt dich denn vom Islam? Bro, ich bin damit aufgewachsen und allgemein alles. Aber okay. Mich interessiert jetzt auch nicht, dass du mich über das überzeugst. Und ich meine nur allgemein, nicht nur dein Life, sondern auch der Life von den ganzen Moslems. Dass es sehr schlecht geredet wird über den anderen Glauben. Also genauso du, der schlecht redet über den Islam. Und die also es gibt leider schlecht redet über das Christentum. Und ich würde nur die Leute hier bitten, wenn ihr auch die Christen, bitte liest die Bibel. Die Moslems, bitte liest den Koran und lasst euch jetzt nicht auf TikTok von den Leuten hin und her reiten. Ja, aber du musst doch wissen, wo du hinkommst. Ich weiß, wo ich hinkomme. Ja, wo denn? Wo denn? Wo kommst du hin? In Inshallah ins Paradies. In welchem Paradies? Oh mein Gott. Ich habe eine Frage an dir. Wirst du im Paradies ganz kurz, oder nicht? Ganz kurz, Elia, weil jetzt kommt der Knackpunkt. Er sagt Paradies. Was für ein Paradies, wenn ich dich fragen darf, Adnan? Bro, ich bin nicht der gläubigste Kerl. Ich habe den Koran auch nicht gelesen. Glaubst du an Jannah? Jannah mit Frauen mit schwellenden Brüsten? Glaubst du daran? An Janet, meinst du, ja. Glaubst du daran, dass du 72 Jungfrauen bekommst im Paradies? Bruder, so wie es mein Gott gesagt hat, so wird es auch sein. Okay, ich zeige dir mal was. Du musst nicht sagen, Bro, ich bin nicht der Mensch, ich bin zu unerfahren dafür. Zu ungelesen dafür. Ganz gut. Sure 56, Vers, Moment. Ich glaube 35, genau. Sure 56, Vers 35. Du kriegst eine Kraft von, warte, the believer will be given such and such strength for women. Hier geht es darum, dass du eine Kraft von 100 Mann hast und dass du mit den Frauen so machen kannst, weißt du, so. Was ist also du kannst das hier mit den Frauen machen und du hast eine Kraft von 100 Mann und du bekommst 100 Frauen. 100 Frauen kriegst du und meine Frage wäre jetzt an dich. Ja? Wenn du 100 Frauen bekommst, was bekommt deine Frau? Wenn du so viele Frauen bekommst, wie viel Männer bekommt dann? Bruder, ich weiß es nicht. Verstehst du nicht? Was bekommt man bei euch im Paradies? Das ewige Leben, die Liebe und die Gemeinde, aber nicht so solche perversen Sachen, so wie dein. Ja. Wo werdet ihr ewig leben? Wo? Im Paradies. Wir werden mit Gott sein und wir werden mit der Gemeinde sein. Also mit den allen Leuten. Die natürlich im Paradies kommen, natürlich, genau. Es geht um die Gemeinde, dass wir in aller Ewigkeit in voller Liebe leben und nicht ein Paradies, wo wir jeden Tag eine Kraft von 100 Mann haben und wir klatsch, 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 klatsch. Das ist dämonisch, das ist eine satanische Lehre. Denkst du, sowas kommt von Gott? Du hast es mir vorgelesen, aber was Gott sagt, so wird es auch sein. Also glaubst du daran, dass du 100 Frauen im Paradies bekommst und du glaubst auch daran, dass du, wenn du im Paradies bist, dass du eine Kraft von 100 Mann hast, dass du so viele Frauen pimpern kannst und das ist für dich Allahs Wort. Das ist für dich Allahs Wort? Also wenn mein Gott mir sowas beibringen würde, du kannst im Paradies so viele Frauen klatschen, bis zum geht nicht mehr, ich würde mir Gedanken machen, ob das wirklich Gott ist. Aber ich würde mir starke Gedanken drüber machen. Du glaubst nicht daran, dass Gott dir die Kraft von 100 Männern geben kann? Es geht darum, die Kraft für 100 Männer geben kann, damit du hier den hier machen kannst. Glaubst du, kann klatsch, 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 darum geht es. Glaubst du, kann dir das dein Gott nicht geben? Jesus zum Beispiel. Warum sollte uns Gott... Kann er das oder kann das nicht? Das ist die Frage. Meine Frage, lass mich doch wenigstens reden. Okay. Mein Gott ist nicht sexualisiert, weil nur der Satan
geht auf so solche Sachen ein. Nicht Gott. Sein Gott erlaubt Unzucht da oben. Nein, kommt drauf an. Ja, warte mal. Im Islam wirst du mit deiner einzigen Frau immer noch verheiratet sein. Aber während der Mann sich rumpimpern kann und eine Stärke von 100 Männern bekommen kann, ist das dann kein Unzucht? Wenn hier doch, hör mir zu, das ist doch Unzucht. Allah erlaubt im Himmel Unzucht. Aber hier ist verboten, oder was? Wo ist hier verboten? Warte, wiederhol deine Frage bitte. Guck mal, Habibi. Allah sagt dir, ein Muslim darf bis zu 4 Frauen haben, korrekt? Ja. Aber Allah sagt im Paradies, du darfst bis zu 72 Jungfrauen haben, du kannst mir den rumpimpern und deine Frau kann zusehen. Ist das nicht Unzucht? Warte mal, du willst jetzt dieses Leben mit dem Paradies vergleichen. Okay, ich stelle die Frage an. Du bist doch noch verheiratet doch mit deiner Frau, das ist doch Unzucht. Ich mache das anders. Adnan. Glaubst Adnan, du, Gott kann Adnan, dir nicht die Kraft von 100 Männern geben. Adnan, ich stell dir die Frage anders. Ja, Leute, ganz kurz. Ich stell die Frage mal anders. Adnan, gehst du in der Moschee? Ja, gehe ich auch freitags meistens. Ja, okay. Darfst du in der Moschee Frauen mitbringen? Nein, am Freitagsgebet nicht, nein. Okay, darfst du in der Moschee mit Frauen zusammen, also wenn sie gebückt ist und sie betet und du bist hinter sie und du siehst es, du denkst, nein, Bruder, darfst du das? Nein, man ist getrennt. Sie haben einen eigenen Bereich. Ach, mehr. Da ist man getrennt. Warte, ganz kurz. Leute, ganz kurz, weil sonst ist Chaos hier, ganz kurz. Also, du darfst nicht mit einer Frau in einer Moschee gehen zusammen und wenn sie vor dir ist und sie sich aus Versehen bücken tut und du hinter ihr bist, dann ist es gefährlich. Das heißt also, das darf man nicht, richtig? Aber weil auch fremde Frauen da drin sind. Dicke, was für eine Logik. Hä? Okay. Ja, hä? Wenn fremde Frauen vor dir sind, ja, logisch. Aber im Himmel ist erlaubt, oder was? Ich darf zu Hause. Nein, warte mal. Ich darf zu Hause mit meiner Frau beten. Natürlich in der Moschee, wo mehrere Frauen sind, die ich nicht mal kenne, darf ich nicht beten. Ist doch logisch, hä? Digga, okay. Flex, aber was ist? Ganz kurz, Elia. Was ist aber, wenn diese Frauen, es sind getrennte Frauen und sie gehen einfach nur in der Moschee beten und sie ist vor dir, sie bückt sich, du bist hinter ihr und du siehst es so, du denkst dir so, oh, okay, warum ist das denn verboten? Warum darf sie da nicht neben dir sein? Wo ist das Problem? Weil bei uns in der Moschee haben Männer einen eigenen Raum, den größeren, und die Frauen aber einen Raum. Kann es sein, dass ihr dann euch nicht unter Kontrolle habt wegen die Frauen oder wie? Nein, Bruder, Herz, aber wenn ich bete, will ich mich auf meinen Gott konzentrieren und nicht auf andere Frauen. Warum soll ich sagen? Das heißt also, im Paradies aber ist es kein Problem, Frauen mit schwellenden Brüsten, große Augen und 72 Frauen, da kann man ordentlich, Allah sagt, Allahu Akbar, ist kein Problem, mach was du willst. Aber in der Moschee ist verboten. Aber im Paradies ist es erlaubt, oder wie? Wenn ich da am Beten bin, ja. Zu Hause darf ich auch 4 Frauen haben, laut Islam. Bruder, rette deine Seele. Hörst du dich überhaupt reden? Ja, ich höre mich reden. Ja, weißt du, kannst du das widerspiegeln, was ich gesagt habe? Das ist eine Blasphemie. Flex, hier kommt wieder das Herz ins Spiel. Sein Herz verlangt nach einem Himmel, wo er das machen kann, was gerade alles gesagt wurde. Adnan, möchtest du ein Paradies wirklich haben, wo du glaubst also in deinem Kopf, dass Gott dir etwas Sexuelles zur Verfügung stellt und dir Sexuelles sowas anbietet und sagt, hey, hör mal zu, du kriegst 100 Frauen, ja, du kriegst eine Kraft von 100 Mann, dass du diese Frauen so, oh ja, ja, Adnan, das ist nicht dein Ernst. Lass uns mal ehrlich sein, geh mal in dich hinein, kehre mal in dich hinein. Denkst du, das ist eine gesunde Lehre? Jesus Christus hat gesagt, guck mal, ich lese dir mal was vor. Ich lese dir mal was vor, damit du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Also dein Gott. Ich erkläre es dir. Vom Lohn der Nachfolge Jesu, jetzt musst du mir gut zuhören, Adnan. Da antwortete Petrus und sprach zu Jesus und hat gesagt, hey, ich habe alles verlassen. Was wird mir zugeteilt? So, jetzt hör zu. Jesus sprach zu ihm und sagte, wahrlich, ich sage euch, die mir nachgefolgt sind und die alles liegen gelassen haben, werden mit mir was? Die 12 mit in den 12 Thronen
Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. So, das heißt also, wenn du alles verlassen hast im Namen von Jesus Christus, dann wirst du es hundertfältig bekommen. Du wirst es hundertfältig bekommen. So, du wirst das ewige Leben erlangen und das hundertfach. Ja, so meine Frage an dich jetzt, Adnan. Du tendierst also auf einen Gott, der dir die Möglichkeit gibt, so viel zu bombardieren, wie es nicht mehr geht. Findest du nicht, dass es eine satanische Lehre ist? Findest du nicht, dass hinter dieser Lehre Satan höchstpersönlich steckt? Gott würde niemals sexualisiert dir sowas anbieten. Gott hat uns auch andere Sachen angeboten, was im Paradies sein wird. Ja, Rebstöcke, junge Knaben und an sowas glaubst du, oder wie? Bruder, die Frage ist, das wollte ich am Anfang schon sagen, die Leute sollen sich selber belesen. Ich bin auch nicht sehr belesen. Auf welches Testament glaubst du? Das Alte oder das Neue? Ich glaube an das Neue und Alte, aber wir sind jetzt nicht beim Alten Testament, wir sind nicht beim Neuen Testament, wir sind immer noch beim selben Thema. Du hast mir keine Antwort gegeben. Ich kann auch keine Antworten geben, weil ich nicht belesen will. Da musst du jemanden, der auf deinem Niveau ist, der sich so belesen hat mit dem Koran, dann könnt ihr diskutieren. Aber warum bist du nicht belesen, Adnan? Warum nicht? Warum bist du nicht belesen? Warum hast du den Islam angenommen, ohne zu wissen, was du da eigentlich angenommen hast? Warum eigentlich? Ganz am Anfang habe ich gesagt, ich bin so geboren, mit den Eltern aufgewachsen. Ja. Der Gläubigste bin ich nicht, habe ich auch gesagt. Vielleicht hast du mir nicht zugehört. Das habe ich alles gesagt. Okay. Ja, aber warum? Es geht doch um deine Ewigkeit. Guck mal, ich bin Christin. Ja. Ich bin auch in einer christlichen Familie geboren, als Baby getauft. Warte, als Baby getauft und alles. Ich wusste trotzdem nicht, wer der Herr Jesus war, bis zu meinem 29. Lebensjahr. Okay. Also das heißt gar nichts, weil ich war auch verloren. Obwohl ich in einer christlichen Familie geboren bin und alles, ich war verloren. Er hat mich gerufen. Ich werde jetzt nicht meine Testimonie hier so mit euch teilen, muss nicht sein, aber du musst doch gucken, was mit deiner Seele passiert, wo du nach dem Tod hingehst. Du kannst nicht jetzt auf der Couch liegen und sagen, ja, ich lese jetzt den Koran nicht, ich lese jetzt die Tora nicht, weil laut deines Buches musst du auch die Tora und den Injil lesen. Du musst doch lesen, nimm dir diese Zeit und lies das, weil du musst doch wissen, was mit dir passiert. Du kannst nicht einfach sagen, so ja, wenn Gott das möchte, dann ist das so. Ja, aber wer ist denn dein Gott? Weil guck mal, die ganzen Sänger und Sängerinnen in Amerika, die dienen auch einem Gott. Das ist aber nicht der gleiche Gott, dem du dienst und auch nicht der gleiche Gott, dem ich diene. Es gibt über 5000 Götter auf dieser Welt. Also auf dieser Welt, du verstehst, was ich sagen möchte, ja? Es geht doch um deine Ewigkeit. Es ist entweder ewig in die Hölle oder ewig in den Himmel. Und weißt du, Flex hat dir ein paar Fragen gestellt, aber ich würde dich jetzt gern fragen, das alles, was er gerade vorgelesen hat, ist das für dich göttlich? Nicht kann Gott, und ja klar kann Gott dir Kraft von 1000 Männern geben sogar, von 100.000. Aber wozu brauchst du diese Kraft? Was ist das Endeffekt erstmal? Und glaubst du, dass es göttlich ist, was du gerade alles gelesen hast? Hat es eine Göttlichkeit in sich? Erstens. Und zweitens, diese Jungfrauen, wo ist denn ihr Recht? Was passiert mit ihnen? Wie haben sie denn gelebt? Wo ist denn ihr Frieden? Leben die jetzt ein Leben hier auf dieser Welt und tun ihr Bestes und ihre Hasanat und ihre guten Taten und alles, um in einen Himmel zu kommen und den ganzen Tag geballert zu werden, TikTok-sportlich? Wo ist denn denen ihr Recht? Verstehst du, was ich meine? Diese Frauen haben doch auch ihr Bestes getan, um zu Allah zu kommen oder zum Himmel zu kommen. Und dann kommen die da hin und dann, ja, jetzt teilt euch mit 72 Frauen jetzt diesen Mann hier. Und dann auch noch einen Ekligen oder so. So einen Ekligen zum Beispiel. Alter. Lass mich dir mal was sagen. Flex hat das gelesen. Es wird nicht behauptet, dass wir... Lass mich dir mal was sagen, Adnan. Okay, ganz kurz. Lass mich dir mal was sagen. Also, stell dir mal vor, wir drehen den Spieß um. Stell dir mal vor, deine Frau bekommt 72 Männer im Paradies. Ja, du nicht. Wir drehen den Spieß jetzt einfach mal um. Okay, so. Wir drehen den Spieß um. Deine Frau bekommt
diese Anzahl an Männern, muskulöse Männer, gut aussehende Männer, schön geballt und so. Aber über dich sagt Allah gar nichts. Allah sagt nicht, du bekommst 100 Frauen. Allah sagt nicht, du bekommst eine zweite Frau. Nur deine Frau. So. Deine Frau ist nicht mehr da. Sie ist jetzt im Paradies. Und du glaubst aber daran, oh, meine Frau ist jetzt in Jannah. Boah, sie hat jetzt 100 Männer. Mashallah, was die jetzt mit meiner Frau macht. Würde dir das gefallen? Bruder, als im Islam steht, man wird mit seiner Frau zusammen in Jannah sein. Oder? Okay. Also, wenn im Islam drin steht, man wird mit seiner Frau in Jahannam sein, dann ist das okay, wenn du vor deiner Frau die 72 Jungfrauen hast und mit denen Klatschi-Klatschi machst, ist das okay? Nicht in Jahannam, sondern Jahannam, ja, im Paradies. Im Paradies, und das ist für dich okay? Der freut sich schon drauf, Lex, der freut sich drauf. Ich spüre seine Energie, der freut sich so richtig, der denkt, boah. Weil er was Falsches gesagt hat, sondern weil man mit seiner Frau im Paradies sein wird. Und sozusagen, mit wie vielen hast du gesagt? Ich weiß es, ich weiß die Anzahl nicht genau. 72 hast du gesagt, Jungfrau. Und mit denen. So, rechne es dir mal aus. Kann jeder Mann 72 Jungfrauen von dieser Welt haben? Nein, kann er nicht. Oder? Gibt es 72 Jungfrauen für jeden Mann auf dieser Welt? Adnan, meine Frage war. Ihr wollt sagen, ja. Adnan, du hast meine Frage nicht verstanden. Meine Frage war... Ja, mit der Frau, die ist das. Ich weiß schon, was du gefragt hast. Ja, ist das für dich okay? Ja, es ist eine Ja-Nein-Antwort. Das ist jetzt, wir wollen ja nicht irgendwas... Ist das für dich okay, wenn du im Paradies bist? Du bist in Jahannam, du hast 72 Jungfrauen. Was ist aber mit deiner Frau? Du darfst mit diesen Frauen alles machen. Oh, Baby, klatschi, klatschi, klatschi. Du darfst alles machen. Klatschi, klatschi, woher kommen die 72 Jungfrauen? Aus der Hölle. 70 aus der Hölle, 2 in Jahannam. Aus der Welt, also von hier jetzt zur Zeit, rechnest du mal aus, geht sich das aus? Nein. Oder? Du kriegst im Paradies, Allah verspricht dir diese Frauen, wenn du als Märtyrer stirbst. Ja. Wo kommen die Frauen? Aus Jahannam, die sind in Jannah. Das weiß ich nicht, das hat Gott so gesagt. Also, wenn sie aus Jahannam kommen, wird es nicht meine Frau sein, oder? Doch, Allah bietet dir diese Frauen an. Du kriegst 72 Jungfrauen, nein, doch. Aber du meinst, meine Frau wird auch bei dem anderen sein? Kommt meine Frau aus Jahannam oder kommt sie jetzt von dieser Welt, von dieser Dunya? Fragezeichen. Egal, alles gut. Gott segne dich. Meine Frage war ganz einfach zu verstehen, aber egal, alles gut. Ich küsse dein Herz, Adnan, ich bete für dich. Und ich habe nur noch eine Frage, Flex, an den Adnan. Adnan, du hast vorhin in den Kommentaren geschrieben, Nein, das hat keinen Wert, Juli. Ich kann nicht mit Leuten reden, die eine Blockade haben. Das hat keinen Wert. Ne? Das hat keinen Wert. Ja, weil der das vorhin als Lügner bezeichnet hat, aber... Hör den doch mal reden. Juli, da müssen wir nicht viel sagen. Der freut sich drauf. Guck mal, Flex, ich sag dir das immer wieder. Jesus hat gesagt, dein Herz ist der Schlüssel. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wer die Wahrheit möchte, der wird sie auch finden. Weißt du, was ich meine? Wir sind ja hier auf dieser Welt und wir müssen unser Fleisch bekämpfen. Wir müssen unser Fleisch töten, damit wir geistlich stärker werden. Verstehst du, was ich meine? Und, ja. Aber wenn dein Herz verlangt nach sowas, wieso sollte man nicht so in so einem Glauben sein? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und leider Gottes, aber wirklich nicht jeder kommt ins Himmel. Ist einfach so. Ich lese es euch vor. Sure 56, Vers 35. The man will be able to have sexual intercourse with 100 virgins in one day. Boah, mashallah. Sogar mit Frauen, die Dinger Jungfrauen sind. Mashallah, mashallah, geil. Egal, wir gehen zurück. Ja, das ist schon heftig. Mashallah, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, das kannst weißt du gar nicht. Weißt du, dass ich immer jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, dass ich wirklich dafür bete, dass alles, was ich gehört habe, aus meinem System rausgeht? Weil ich einfach diese ganzen Sachen, die da vorgelesen werden, wirklich nicht verarbeiten kann in meinem Kopf. Also ich bin immer dafür, dass der Heilige Geist meinen Kopf neutralisiert, alles neutral macht und alles wieder im Reinen, damit ich
in Ruhe beten kann. Also bevor ich richtig anfange zu beten, frage ich erstmal den Heiligen Geist um alles. Und es funktioniert wirklich. Ich sehe auch so wirklich, vor meinen Augen wird alles so, also meine Augen sind zu, aber es wird so hell und dann bin ich ganz entspannt und dann kann ich anfangen zu beten immer. Absolut, absolut. Ja. Ne? Matthäus Kapitel 5, Vers 43, Leute, Liebe zu den Feinden. Ja, Liebe zu den Feinden. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Jesus Christus sagt aber, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, sorry, stopp, ups, jetzt habe ich jetzt komplett übersprungen. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ganz einfach, Leute, ja. Liebt eure Feinde, auch wenn es manchmal schwer ist. Ja, liebt Amen. eure Feinde, zeigt diese Liebe. Ich weiß, manchmal müssen wir uns, es ist ein Kampf, sage ich ganz ehrlich, aber liebt eure Feinde. Es ist nicht einfach, aber wir müssen. Im Namen des Herrn Jesus Christus, Leute, wir müssen. Ja. Ist so, weil weißt du wieso auch, weil wir müssen eigentlich unsere Feinde sehen durch Gottes Auge, weil du weißt Richtig. nicht, vielleicht ist jemand so richtig eklig zu dir, droht dir sogar oder kommt vor deiner Tür und sagt, ich tue dir jetzt dies und das an, ne? Aber du weißt nicht, vielleicht wird dieser Mensch noch von Gott verändert. Weißt du, was ich meine? Vielleicht wird dieser Mensch irgendwas noch erleben in den nächsten Jahren und wird auch zu Jesus finden. Also man sollte so jeden Menschen sehen als ein Kind Gottes und dass er wirklich auch noch jeden retten möchte. Absolut, Und absolut. deswegen, man weiß ja auch nicht, was Gottes Plan ist für denjenigen. Deshalb, ja, finde ich es auch Absolut. schlimm, dass man jemanden tötet. Wenn jetzt jemand sagt, ja, und dies, das, und ja, ich töte dich jetzt, weil du hast Witze gemacht über den Herrn Jesus. Ich gehe da hin und mach dir mit einer Sniper, Alter. Das sind Muslime, das sind Ja, Muslime, nicht. aber vielleicht hatte Gott noch einen Plan mit diesen Menschen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht wollte Gott ihn noch zum Glauben bringen. Und dann habe Das ich sind einfach Muslime. Gott Das gespielt und diesen sind Menschen einfach das Leben entnommen. So, nein, wer seid ihr, wer denkt ihr, dass ihr seid? Wir sind Menschen und Gott entscheidet, wann ein Mensch stirbt und nicht ein Mensch. Also Nein. Muslime sind bei sowas wirklich Nummer eins. Hey, ja, Sibbe, sag, wo du wohnst, ja, Maniac. Ja, Ja, nicht alle, Flex, nicht alle, nicht alle, alle, nicht alle. Also viele ich ja, weiß. aber guck mal, Ja. mit aller Liebe, Entschuldigung. Flex, du weißt, ich habe dich ganz, 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 ganz doll lieb. Ja, okay, das weißt du ja. Aber auf jeden Fall, es gibt viele, die so sind, aber es gibt auch viele, die eigentlich gar nicht so sind. Wie dieser Mann vorhin, der gerade oben war, der liest nicht, der beschäftigt sich nicht damit, hat bestimmt noch christliche Freunde, trinkt mit denen ein Bierchen am Wochenende. Weißt du, was ich meine? So, Ja, wir reden aber, okay, ja. aber wenn du sagst, kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Ich weiß, dass du es auch nicht so meinst, aber das kommt vielleicht für Nee. viele so rüber. Es gibt auch viele, die wirklich auch, glaube ich, so ein reines Herz haben. Und das sind diejenigen, die eigentlich ja, vielleicht im falschen Glauben sind. So, weißt du, was ich meine? Weil Ja. wenn sie wirklich die Schriften lesen und Ich denken, spreche oh ey. natürlich von die Extremisten, die natürlich auch hier drinne sind und sobald man auch gegen sie was sagt, dann heißt es gleich, ja, wo wohnst du? Aber dann zitieren sie aus dem Koran und sagen, ja, wenn du einen Menschen umbringst, so sei es, als hättest du die ganze Menschheit getötet. Und dann findest du aber ein Hadith, wo Mohammed aber einen Juden umgebracht hat, ja. Und dann sagen sie, ja, Mohammed ist der beste Mensch. Ja, wow. Der hat aber jemanden umgebracht. Also wie kann er der beste Mensch sein? Ja. Plus, der hat auch noch befohlen, über 900 Juden umzubringen. Ja, und was natürlich auch zustande gekommen ist. Und dann sagen sie, er ist der beste Mensch. Was eine Blasphemie. Ja, Naja, zum genau, aber Thema du machst deine Islamismus Arbeit ja richtig, du machst kommen deine wir sehr Arbeit gerne.
Du machst deine Arbeit richtig ordentlich und so auch die ganzen anderen Brüdern. Und du hast ja keinen Hass auf Muslime oder irgendwas. Es ist einfach nur die Schriften und du verteidigst einfach unseren Glauben, weil da ganz viel verdreht ist und so. Und ich finde, dass es an jeden Einzelnen selber ist, sucht nach der Wahrheit, sitzt nicht da komfortabel rum, so, ja, ich bin voll bequem gerade und alles ist gut und hoffentlich komme ich ins Himmelreich. Nein, es gibt einen Weg dahin und das ist unser Herr Jesus Christus, das lebende Wort Gottes, was zu Fleisch wurde, was auf Erden gekommen ist und direkt zu uns geredet hat. Und sein Wort lebt bis heute. Die Bibel, wenn man die Bibel liest, liest es mit einem offenen Herzen und fragt den Heiligen Geist, um euch zu offenbaren. Dann werdet ihr die Bibel nicht nur lesen, sondern ihr werdet sie lesen und fühlen und spüren und ihr werdet merken, dass es Gott ist, der zu euch spricht. Wir sind nicht kaputt im Kopf. Wir glauben nicht an einen Menschen. Wir glauben an unseren Herrn Jesus, das Richtig. lebende Wort Gottes, ja, der zu Elia Fleisch will noch geworden ist. was sagen. Bruder Flex, ich wollte mich nur verabschieden. Ich sende dir diese Seite. Das ist eine Seite, was für viele noch unbekannt ist. Da sind alle muslimische Bücher, Bruder. Irgendwas über 2000 Bücher, Bruder. Ist auf Okay. Arabisch, aber kannst du dann übersetzen über Google, dann ist das die ungefähre Übersetzung. Ja. Schicke ich dir auf jeden Fall. Ich gebe dir von einem Bruder, der war dort an Al-Azhar-Gelehrter, schicke ich dir sein Passwort und dann hast du den Zugang. 2500 Bücher, Bruder. So extrem. Ja, gib Alle sie mir, Bücher. weil dann kann ich da ein paar Quellen raussuchen. Ich brauche da sogar ein paar Sachen, die bei sunna.com nicht gezeigt werden tatsächlich, weil sie verstecken einige Quellen. Ja, also diese Seite ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr zu empfehlen. Also da kommt man nicht Okay. einfach so dran, so. Aber schicke ich dir dann morgens früh und dann hast du das alles, Bruder. Ja, gib es mir, weil ich brauche das, weil da sind einige Quellen, die zeigen auch, wie limitiert Allah ist. Also wenn ich sage limited, spreche ich darüber, dass Allah Eingeschränkt. begrenzt. Ja, es gibt auch einen Hadith, dass wo Allah auf die Erde kam, da gibt es von Ibn Dunaya, das ist Sahih, wo Allah persönlich auf der Erde kommt und die Götzendiener fragt, was sie da tun. Da steht wirklich, Allah kommt auf der Erde und spricht zu denen. Aha. Wahnsinn. Wahnsinn. Schicke ich dir alles noch zu, Bruder, okay? Ja, schick's mir, weil ich werde da schon ein paar Quellen finden, weil das sind Sachen, die ich brauche. Okay, Da mein finde Bruder, ich dann bis bestimmt morgen früh, ja? ganz witzige Sachen. Ja, schicke ich dir zu. Gottes Segen an alle, ja? Ciao, Sag ciao. mal, wo finde ich nochmal Alles von Liebe. Ibn Kathir, von Ibn, ganz kurz bitte, Juli, Bruder Elia, wo finde ich diesen einen Ibn Kathir, wo Ibn Kathir sagt, dass Allah Locken hat weil der ist sehr authentisch, diese Quelle. Das Kannst steht du bei Abidaya, schicke ich dir alles morgen zu. Findest du alles dort? Okay, weil Allah hat angeblich Locken, zwei rechte Hände noch Ja, und seine schicke ich Stimme dir alles, verstummt. schicke ich dir. Schicke ich dir Okay. morgens früh, mein Bruder, ja? Ja, Okay. Allah hat Locken. Wahnsinn. Gottes Segen. Ciao, ciao. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Allah hat Locken. So, jetzt gucken wir mal, wen wir hochnehmen, ganz kurz. Black, sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, ich wollte nur Gottes Segen sagen, weil ich dachte, er geht raus. Guten Ach so. Abend, Lex, was geht ab? Einen wunderschönen Abend. Wer bist du, wenn ich fragen darf? Kennst du mich nicht mehr, Flex? Nein, weil wir haben jeden Tag immer irgendwen, deswegen ich kann mir nicht jeden merken. Lex, ich kenne dich noch, wo du ganz am Anfang so gestartet hast. Du warst ganz anders, Mann, Flex. Wallah Billah, du warst ganz anders. Ganz chillig. Du warst chillig. Man konnte voll krass mit dir reden. Dein Respekt war. Man kann auch Dein jetzt mit Respekt. mir reden, also ich bin nicht Ja, aber böse. dein Respekt war süß. Wallah, muss ich wirklich sagen, war richtig süß. Jetzt aber bist du anders geworden. Warum? Ich bin nicht anders, ich verteidige einfach nur meinen Glaube. Ja, Bro, ist doch alles gut, kannst du machen. Würde ich jetzt nicht sagen, das ist nicht erlaubt oder so. Ja. Aber wie verteidigst du denn deinen Glauben? Das ist eher so die Frage. Mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit musst du es verteidigen. Du sollst ja nicht mit Lügen deinen Glauben verteidigen. Du musst ja, wenn du über Gott sprichst, ist es wichtig, dass du,
mit der Wahrheit deinen Glauben verteidigen tust und nicht mit Lügen. Wer mit Lügen seinen Glauben verteidigt, der muss sich hinterfragen, ob er den wahren Gott dienen tut. Und wenn dieser Mensch unwissend ist, ist das ein Lügner? Ist der ein Lügner? Oder dann sollte er am besten nicht drüber sprechen. Da hast du recht. Da gebe ich dir 1.000.000% recht. Ja. Weißt du, bei mir kommen auch manchmal Christen, dann denke ich auch so, lügt er gerade? Oder was ist los? Und dann sagt er, ja, kein Wissen. Da sage ich, okay, korrekt. Mhm. Ich finde sowas korrekt, wenn man sagt, ich bin auch nicht ein hundertprozentiger Wissender. Ich habe auch irgendwo Lücken. Welcher Landsmann bist du eigentlich, wenn ich dich fragen darf? Ich bin Albaner. Du bist Albaner. Okay. Genau. Ja gut, weißt du eigentlich, für was deine Flagge steht, wenn ich dich fragen darf? Ja, für Blut und Mord, weil das Rote ist für das Blut. Und die 26 oder 25 Feder sind gegen die Kriege der Osmane. 26? Ja, du, ich habe da nicht so richtig drauf gezählt, aber ich weiß so 25, 26. Mhm. Und es geht eher so in Richtung Patriot, kann ich nicht aussprechen. Weißt du, was Castrioti eigentlich... Ja, das sieht aber nicht so. Mein Land verteidigt. Hm. Nein, es ist so. Castrioti, Judge Castrioti wollte... Skanderbeg meine ich. Sorry. Nein, sein richtiger Name ist Judge Castrioti, weil der ein Christ war. Judge. Aber Skanderbeg, okay, egal. Wie auch immer. Skanderbeg hat er bekommen von den Osmanen. Und das heißt Alexander der Große, übersetzt. Und Judge Castrioti ist sein richtiger Name, weil sein Vater war Christ. Und Judge kommt von George. Du kennst den Namen George Bush oder so, das ist Englisch. Aber nur auf Albanisch heißt das Judge. Mhm. Und er hatte irgendwie einen Streit mit dem Sultan. Und der Sultan wollte ihm nicht dieses Land geben, weil er wollte in Albanien regieren. Und er hat das nicht bekommen. Und dann hat er dann halt gegen die Osmanen. Weißt du eigentlich, was die mit die Kinder und was sie mit die Mütter gemacht haben? Und du gehst in der Moschee und schreist Allahu Akbar. Weißt du, was die mit deine Kind, was die mit Kindern? Hey, das ist traurig, Mann, dass sie diese Sachen nicht wisst. Ja, doch, die wissen das. Ich kenne die albanische Geschichte wie meine Westerntasche. Und warum sagst du immer noch Allahu Akbar? Weil Allahu Akbar heißt nur, Allah ist groß. Was ist daran so schlimm? Das heißt nicht, Allah ist groß, das heißt, Allah ist der Größte. Ja, genau, richtig, ja. Von wem ist er denn der Größte? Von allen. Von den Götzen, meinst du? Von allen Vorstellungen von Göttern, die du die hast, ist er der Größte. Okay, und was hat Allah für dich getan bisher? Dass ich atme, dass ich essen kann, dass ich... Das ist schön, dass er uns erschaffen hat, dass wir atmen können, Kacka machen können, essen können, alles gut. Das weiß ich ja. Ja, alles gut, das weiß ich ja. Aber meine Frage an dich, was hat Allah für dich getan? Was meinst du für dich getan? Also ich weiß nicht. Okay, ich stelle die Frage mal anders. Vielleicht ist diese Frage ein bisschen zu schwer. Ich stelle die Frage mal anders. Die Frage war, habe ich schon verstanden, aber anscheinend du verstehst nicht meine Antwort. Was hat denn Gott für dich getan? Er hat den Satan am Kreuz besiegt. Für unsere. Wen? Er hat den Satan am Kreuz besiegt. Gibt's gar nicht mehr den Satan? Wie bitte? Gibt's den Satan nicht mehr? Du verstehst es nicht, worauf ich hinaus möchte. Du musst mir auch zuhören. Wenn du möchtest. Ich höre dir die ganze Zeit zu. Also, es geht darum, dass wir Sünder sind. Okay? Ja, okay. Unser Gott entäußerte sich und wurde Mensch und hat die Knechtgestalt angenommen und ist gekommen. Er ist das Lamm Gottes, der gekommen ist für unsere Sünden. Also du hast sozusagen, wenn ich falsch liege, dann muss ich mich korrigieren. Also du hast einen eingeschränkten Gott gehabt. Nein. Warum eingeschränkt? Weil der in sich entäußert, er schränkte sich ein. Er hat die Knechtgestalt angenommen, er genau. wurde... Genau. Da schränkt er sich nicht ein, sondern er hat die Macht dazu,
es zu tun. Warum? Zur Liebe, wegen uns. Das ist doch keine Einschränkung. Dann habe ich eine Frage. Ist denn dein Gott ein, also du, also dein Gott ist doch Jesus, oder? Ja, das ist richtig. Okay, respektiere ich. Ich respektiere das. Ist Jesus ein Schöpfer oder ein Geschöpf? Er ist der Schöpfer über allem. Also ist der Schöpfer am Kreuz gestorben. Boah, krass. Du verstehst das nicht. Wie kann man nur sowas behaupten? Deine Behauptungen, du denkst gar nicht Antwort. Mal mit. Du denkst ja, guck mal, du denkst gar nicht mal weiter mit. Also, guck mal, wenn du sagst, für dich ist es unmöglich, dass Gott Mensch werden kann, richtig? Das wäre irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Meine Frage ist jetzt, für dich ist es nicht normal, dass Gott Mensch wird, richtig? Nein, ist nicht normal, nein. Alles klar, guck mal, dann gehen wir mal in Sure 28, Vers 30. Mhm. Da lesen wir, dass aus einem Fleck, aus einem Land, aus dem Baum wird zugerufen. Mhm. Oh, Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Mhm. Allah kann plötzlich Baum sein. Mhm. In Sure 27, Vers 7 bis 8 kann Allah Feuer sein. Also, wir halten jetzt mal fest. Allah kann Feuer sein, Allah kann Baum sein, aber Allah kann ja nicht Mensch sein. Ihr schränkt Gott ein. Wir schränken Gott nicht ein, weil Gott hat die Kraft dazu, alles zu tun und machen, was er möchte. Ihr seid diejenigen, die Gott einschränken. Warum sollte Gott nicht Mensch werden können? Warum kann nur, wenn du fertig bist. Ja, und was man noch hinzufügen muss, das ist das Problem im Islam. Ihr schränkt Gott ein. Gott kann nicht das, Gott kann nicht das. Doch, Gott hat die Macht dazu, das zu tun. Das Evangelium war doch vor euch da. Ihr seid doch 600 Jahre später gekommen. Mhm. Und ihr wisst bis heute nicht mal, wen ihr da anbeten tut. Ihr sagt alle Allah, Allah, aber wer ist dieser Allah? Kein Moslem kann mir bis heute erklären, wer Allah ist. Die einzige Antwort ist, Allah ist der Größte, der Barmherzigste, der Allwissende. Du betest fünfmal am Tag, du weißt nicht mal, wen du da anbetest. Ganz genau. Bist du fertig oder hast du noch mehr was hinzufügen? Ich hör dir zu. Alles gut. Das erste war wegen Baum. Wenn ich mit dir telefoniere, bin ich das Handy? Was hat Gott mit Handy zu tun jetzt? Allgemein, damit du ein Beispiel bekommst. Ein Beispiel ist, was hat ein Baum mit diesem Handy jetzt zu tun? Er hat durch den Baum kommuniziert mit Moses, alayhi salam. Wo steht durch den Baum hier? Hier steht nicht durch den Baum, hier steht, ihm wurde von dem Baum zugerufen. Also er kann Baum sein. Ihm wurde vom Baum zugerufen. Nein. Er war der Baum. Also Allah sagt, ich bin der Baum. Wenn einer aus dem Baum ruft, versteckt er sich jetzt hinterm Baum so? Flexer, der versteht das nicht. Nein, das ist die Sprache. Also ich weiß nicht, wenn Allah war der Baum. Das Einzige, was du jetzt gerade zerstörst, ist nur die deutsche Sprache, sonst nichts. Risk, kann ich dich mal was fragen? Ja. Beten die Engel Allah freiwillig an? Nein. Nein? Nein. Ist das dann echte Anbetung von den Engeln? Ja, weil sonst wären die ja nicht echt. Nee, weil nur aus freiem Willen echte Liebe kommt und echter Respekt und echte Anbetung. Deswegen sind wir Menschen besser als die Engel. Wie Menschen besser als die Engel? Ja, die Menschen sind besser als die Engel. Die Menschen können besser als die Engel sein. Die Menschen können besser als die Engel sein? Ja. Was? Also die Engel sind genau, die sind mit Gott zusammen. Das würde ich jetzt, Flex, du würdest das lieber nicht sagen, was? Weil aus deinem Engel wurde ein Teufel. Denk daran. Warte mal, hast du gerade eben gesagt, der Mensch kann besser sein wie der Engel? Ja, wieso? Was war denn? Ach du Scheiße. Stehen wir Menschen näher zu Gott oder die Engel? Was war denn Luzifer? Lucifer war ein gefallener Engel, richtig, weil unsere Engel einen freien Willen haben, weil Gott braucht keine Roboter, die ihn aus Pflicht anbeten müssen.
Luzifer wollte sich nicht vor Gott niederwerfen, deswegen wurde er in die Hölle geschmissen. Ganz einfach. Aber bei euch müssen die Engel alle anbeten. Ja, das ist, guck mal, das Ding ist, wenn ich einen Roboter programmiere, das ist keine Pflicht, Gott anzubeten. Wenn ich einen Roboter. Du kriegst Essen, du kriegst alles, alles Mögliche, und dann siehst du nicht eine Pflicht, Gott anzubeten? Okay, warum? Okay. Bei euch wurde doch auch Luzifer untergeschmissen, oder nicht? Rede ich hier mit Atheisten gerade oder rede ich hier mit Gläubigen? Nee, mit Gläubigen. Gläubige Christen. Merkt man, Wallah Billah, merkt man. Aber nein, du willst das gar nicht verstehen. Du möchtest das nicht verstehen. Das ist keine Debatte. Ja, du willst das nicht verstehen. Du bist ein Kerl, du bist das. Das ist für mich keine Debatte. Das ist nur mein. Risk-Debater, das Ding ist. Das kitzelt mich nicht mal. Risk-Debater, ganz kurz. Das Ding ist, wenn ich einen Roboter programmiere, dass er mich liebt oder anbetet, ist das dann echt? Ja, natürlich ist das echt. Wieso soll das nicht echt sein? Wieso soll das denn echt sein? Weißt du überhaupt, was echt und unecht ist? Was ist denn echt? Unecht ist, das ist ja unecht, wenn ich einen programmiere und der mich die ganze Zeit liebt. Das ist doch unecht. Also das heißt, wenn ich einen Schuh produziere, ist das unecht. Wie kommst du jetzt auf Schuhe? Ja, weil ich kann nur die gleichen Schuhe produzieren, nonstop, von heute bis morgen. Guck mal, siehst du das, was Flexer die ganze Zeit in die Kamera hält? Das kann dir helfen, aber du willst es nicht. Das kann mir helfen. Ja, klar. Die Türken haben auch sowas ähnliches. Die haben sowas mit so einem Auge. Die sagen auch, das hilft. Ja, das ja, weiß ja, was das Auge ist. Ja, ich finde das Schrott. Also solche Sachen mit Symbolen und Karten legen und hast nicht gesehen, das ist für mich. Nee, aber ich verstehe das nicht. Bei euch hat Allah das Böse auch erschaffen. Allah hat alles erschaffen, mein Lieber. Oder hat dein Allah Einschränkungen beim Erschaffen? Nee, mein Allah ist das nicht. Ja. Oder dein Gott, hat dein Gott Einschränkungen bei Ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen. Juli, ein Bruder von uns hat gesagt, wir sollen vielleicht für ihn beten. Ich würde mich mega freuen. Der kriegt morgen eine Transplantation und der wird morgen operiert. Und Kapisch, kannst du bitte hochkommen? Ich würde mich mega freuen. Kapisch, bist du da? Ist der Kapisch da? Hat vorhin reingeschrieben, nicht genug. Okay, nicht so schlimm. Risk-Debater, dann möge Gott Ihnen helfen. Ja, wir würden jetzt ein Gebet machen. Risk, also ich würde dich dann runtersetzen, wenn das okay ist. Kein Problem, alles gut. Alles klar. Bis dann. Okay, Juli, ich mache dich dann einfach mal groß und dann. Okay, wie heißt er? Der die Transplantation bekommt? Kapisch, wie heißt der? Musst du nur. Kapisch, wie heißt der? Kollege? Stefan. Stefan. Okay, ja, der liebe Herr weiß sowieso, wen wir meinen. Okay, ich bin nicht perfekt in dem, was ich tue, aber ich werde es aus dem Herzen machen, auf jeden Fall. Okay, ich gehe erstmal auf die Knie. Moment, ich brauche mal einen Moment. Könnt ihr mich gut hören? Wir hören dich sehr gut. Warte mal, sag das nochmal. Könnt ihr mich gut hören? Nein, wir hören dich nochmal. Okay, du hörst mich. Nein, nochmal? Hör auf, mit mir zu spaßen jetzt. Ja, wir hören dich. Okay, ich werde auf jeden Fall mein bestes Leben. Okay. Vater unser im Himmel, wir kommen zu dir im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen dir erstmal danken für den heutigen Tag, für dass wir atmen, dass wir leben, dass wir lieben und dass wir deinen Namen preisen können und verehren können, o Herr. Danke für deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, bitte gib mir die Kraft, um die richtigen Worte zu finden. Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, bitte begleite morgen den Stefan bei seiner Operation. Er kriegt eine Transplantation. Wir beten, dass du bei ihm bist, o Herr. Tauche ihn ein in dein Blut, beschütze ihn. Gib ihm die Kraft durch deinen Heiligen Geist, dass er es körperlich erträgt und dass er die Operation gut übersteht. Wir beten, dass er aufsteht und noch stärker wird als vorher, dass er ein stärkerer Mensch wird,
ein gläubigerer Mensch, dass seine Liebe zu dir wächst, o Herr, dass er auf dich vertraut. Nimm ihn seine Ängste, nimm ihn seine Zweifel, zeig ihm, dass du bei ihm bist. Tröste sein Herz, tröste seine Seele, stärke seinen Rücken durch deinen Heiligen Geist und begleite ihn auf seinen Weg zu dieser Operation. Und danach, ja, erwecke ihn wieder aus der Operation heraus, dass er es alles gut übersteht und dass er dann bezeugen kann, dass du ihm geholfen hast und dass du bei ihm warst, o Herr. Wir preisen deinen Namen von ganzem Herzen, in Jesus' Namen. Amen. Amen, Amen, sehr schön gesagt. Amen. Ich würde dann auch nochmal für den Bruder auch nochmal ein Gebet sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Na? Amen. Hört ihr mich überhaupt? Habt ihr mich gehört? Ja, wir haben dich gehört. Amen. Ich bin gerade so betäubt. Ich bin wie betäubt nach dem Gebet, wie betäubt. Das ist wirklich der Heilige Geist, der so einen wieder auf den Boden bringt. So, ne? Amen, Amen, Amen. Ja, meine lieben Geschwister, morgen geben wir richtig Vollgas. Ne? Heute war jetzt mal ganz entspannt, ne? Falls ihr gemerkt habt, es war ganz, ganz ruhig, ganz entspannt. Und ja, kapisch, mein Lieber, ich küsse dein Herz. Ne? Genau, ich mache mich mal wieder groß. Nächster. Ja, mein Lieber, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich wollte sagen, wo du das eine da findest von Ibn Taymiyyah, das mit den lockigen Haar und einem Bart. Mhm. Das findest du sogar in YouTube, das Buch mit der Übersetzung. Da gehst du einfach auf Dschihadradar. Ich glaube, du kennst die Seite, oder? Welche Seite? Wenn du in YouTube reingehst, da schreibst du Dschihadradar. Okay, schickst mir einfach per die Nachricht dann einfach. Bro, da findest du Sachen, ja, ich folge dir, da findest du Sachen, die sind unfassbar. Das glaube ich. Das ist der richtige Gelehrte auf alles zugeben. Wahnsinn. Da will mir einer sagen, das ist nicht Buch des Teufels. Das kann ich niemandem erzählen. Nee, da gibt es sogar einen Sheikh, also Sheikh Al-Aldawi heißt der, der gibt sogar zu, dass Aisha, also Männern, die Brust gegeben hat. Ach du Scheiße. Ja, aber die sagen ja, Aisha hat das, die hat das in so ein Gefäß gemacht und die haben das so und so, aber da frage ich mich, eine Frau, die noch nie schwanger war, wie kann die dann Milch produzieren? Geht ja gar nicht. Das ist nur, um die Ehe rechtswidrig zu machen. Deswegen haben sie das gemacht vorher. Aber das, ja, aber Bruder, lass uns jetzt nicht mehr über diesen Teufelsbuch sprechen. Wir haben ein schönes Gebet am Ende hinterlassen. Und ich finde, wenn wir das Vater Unser sagen, dann möchte ich über dieses Teufelsbuch auch nicht, mehr reden. An alle, die hier drinne sind, Hanjar oben, wolltest du was sagen, Bruder? Hajar, Abu Hajar. Alles gut, Bruder, alles gut. Ja. Auf jeden Fall, ich gehe runter, Flexer. Nein, ich bin so müde. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und bleibt stabil. Gottes ja, Segen. Danke. Vielen Dank. An meine lieben Gottes Geschwister Segen. Und Brüder, alle, die hier drin sind, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ich muss sagen, war wirklich ein super Stream heute. Es war ganz entspannt, bis auf, dass man uns immer wieder mal beleidigt hat. Aber das ist egal. In der Ruhe liegt die Kraft, sage ich immer wieder. Und ja, Leute, wir machen einfach mal eine kleine Pause. Und ja, ich gucke jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was an. Ich chill jetzt noch ein bisschen im Wohnzimmer. Und ja, ganz, ganz viel Liebe, Leute. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich liebe euch. Vielen Dank für den Support. Morgen sucht euch ein Thema aus. Ne? Wir können über die Offenbarungen sprechen. Also schreibt mir einfach eine Nachricht, sagt mir einfach, über was ich sprechen soll, Leute, und dann hole ich die Sachen mal raus, über das, was wir sprechen sollen, und dann klären wir auch wieder richtig auf. Ne?
Deswegen, Leute, Amen, Amen, Amen. Bergpredigt machen wir gerne. Das ist gar kein Problem. Und falls irgendjemand die Hörbibel immer noch haben möchte, ich habe es noch an ganz, ganz vielen Leuten verschickt, einfach eine Nachricht schreiben und dann verschicke ich euch die Hörbibel, ist gar kein Problem. Und genau, was ich euch vorhin gesagt habe, bitte nehmt es zu Herzen. Ja, ihr seid in Christus, ihr seid nicht zerteilt, bleibt in Liebe und ich sag's nochmal, wenn ihr den einen oder den anderen Bruder habt oder Geschwister, tut sie besuchen, ja, spaltet nicht, sondern wieder vereinen, ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich vorhin schon erwähnt und lasst uns unsere Brüder fischen und wieder ans Boot bringen und nicht einfach irgendwo in die Ecke lassen. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist das Problem, warum dann die Schwachen dann, sagen wir mal, gepackt werden und dann sind sie plötzlich in einer ganz, ganz anderen Leere. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Oh. Seid das Salz dieser Welt, seid das Salz dieser Welt. Bringt das Eis zum Schmelzen, seid heilt mit eurem Salz. Wir sollen das Salz sein von dieser Welt, deswegen seid immer liebevoll und gibt jeden Liebe, seht jeden, also wenn jemand Liebe gibt, dann gibt ihr das direkt automatisch auch dem Herrn Jesus. So, richtig, ja. Richtig. Deswegen, Leute, ich bedanke mich nochmal. Ne? Wir haben fast 300.000 Likes. Wir mussten leider auch nochmal den Stream beenden, sonst hätten wir jetzt eigentlich schon 400.000 Likes. Und deswegen, ich sage euch, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die Besten, wirklich, I love you guys. I love you guys und ja, wir machen Pause. Wir sind in den nächsten 12 Stunden wieder da, so Gott will. In 12 Stunden sind wir wieder da und dann mit voller Energie. Diesen Mittag wirklich, also in den nächsten 12 Stunden komme ich mit sehr, sehr viel Energie. Aber jetzt, Leute, ich chill mich erstmal hin im Wohnzimmer jetzt und schreibe jetzt erstmal mit den Brüdern und die Geschwister. Und wenn irgendjemand eine Frage hat, stellt die Frage. Merkt euch bitte eine Sache. Ihr seid in Christus. Ihr seid nie zerteilt gewesen. Ja, liebt euren Nächsten. Und somit können wir auch wieder vereinen. Und Liebe geht an euch raus, Leute. Bye, bye. Gute Nacht. Die schlafen gehen natürlich. Ich gehe jetzt nicht schlafen, aber ich tue jetzt erstmal ein bisschen chill. Ich bin jetzt echt müde. Jesus is King. Jesus Christus, Amen. Alle Ehre dem Herrn. Leute, bye. Amen. Amen. Gottes Segen. Danke dir auch und jeden Einzelnen hier. Bye bye. Bye bye. Gottes Segen. So, jetzt kann ich irgendwie nicht ausmachen. Doch jetzt. Warte, jetzt.